Ihr Lieben, heute machen wir einen der besten und beliebtesten Cocktails dieser Erde, einen Mojito. Er ist super einfach zu machen und schmeckt richtig gut und erfrischend. Als erstes nehmen wir uns eine Limette und rollen sie ein bisschen. Dadurch heben wir nicht nur dieses feine Limettenaroma hervor, was in der Schale sitzt, sondern sorgen auch dafür, dass diese kleinen Gläschen in der Limette platzen und der Saft gleich richtig schön ausgepresst werden kann. Die zweitwichtigste Zutat von unserem Cocktail ist Minze. Davon nehmen wir jetzt ungefähr 8 bis 10 Blätter. Kleiner Tipp, wir wollen nicht die großen Blätter, weil die haben gar kein Aroma mehr. Wir nehmen die kleinen fein. Aber um das Aroma von dieser Minze noch weiter hervorzubringen, klatsche ich jetzt zweimal in die Hände. Jetzt ist die Minze nicht kaputt gegangen, nicht zerquetscht. Aber das Aroma ist richtig toll hervorgezaubert. Auch die kommt in unser Glas. Als dritte Zutat nehmen wir unseren Zucker Light. Der süß, kalorienfrei, perfekt für unseren Mojito, wenn er nicht zu sehr auf die Hüften gehen soll. Davon nehmen wir genau 2 Light Sticks. Limette, Minze und Zucker Light sind jetzt im Glas. Um das Aroma richtig hervorzulocken und den Saft aus der Limette auszupressen, drücke ich jetzt 8 bis 10 Mal auf die Limetten. Ganz wichtig, ich nehme den stumpfen Teil von diesem Stößel und nicht diese kleinen Spitzen, weil ich will nicht das bittere Aroma aus dem weißen Teil der Schale haben. Und jetzt kommt eine der wichtigsten Zutaten, der Rum. Davon brauche ich 50 Milliliter. Um das abzumessen, nehme ich mir einfach ein Schnapsglas. Dieses Glas füllen wir jetzt zum 3/4 mit Crushed Eis auf. Und was wir auch noch brauchen, ist ein kleiner Schluck sprudeliges Mineralwasser. Damit wir jetzt das Aroma von dem Cocktail richtig nochmal raufzaubern können, rühre ich ihn nochmal um. Aber nicht irgendwie, sondern ich hebe den Limettensaft und den Alkohol bis nach oben, wie bei einem Kuchenteig, so ein bisschen unter. Das duftet schon richtig gut. Okay, jetzt können die restlichen Eiswürfel draufgegeben werden und schon ist unser Mojito fertig. Hey, der Feierabend kann kommen. Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, welche Cocktails ihr gerne mögt. Ansonsten lasst uns gerne noch ein Like da, darüber freuen wir uns immer. Wir sehen uns nächste Woche. Cheers!